Moin moin miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neverwinter. Heute mal wieder aus Avernus vom Preview-Server. Ich will mal kurz ein bisschen auf das neue Modul. Modul will ich es nicht nennen. Dazu ist es wahrscheinlich zu klein. Es ist eine kleine Erweiterung. Es ist eine kleine Erweiterung für Avernus. Also wollen wir einfach mal auf diese Erweiterung eingehen heute. Rage of Bell heißt sie ja. Und sie wird hier gestartet, bei Ulrich, da bekommt man die erste Mission dafür. Bevor wir uns jetzt aber auf eine Mission begeben, würde ich mal sagen, gucken wir uns mal an, was in den Sammlungen Neues zu sehen ist. Eine Sache, die ich leider bedauere, als ich angekündigt habe, dass es am Preview-Server etwas Neues gibt, da waren hier nämlich noch mehr Dinge drin. Die sind jetzt in den letzten zwei Preview-Updates wieder rausgenommen worden. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht werden wir die noch woanders sehen. Aber, was... Na gut, ich werde mal gucken, was es jetzt gibt. Und dann werde ich euch zeigen, was fehlt. Es fehlt etwas in den Ereignissen. Ich bin der Meinung, beim Jubiläum des Beschützers. Und es fehlt zum Beispiel auch ein Gefährte, der neu reinkam. Und zwar das abyssische Huhn. Ich habe hier bereits ein abyssisches Huhn gesehen in den Sammlungen. Jetzt werdet ihr sagen, abyssisches Huhn, das kennen wir doch. Das kam doch aus diesen Yuma-Boxen. Ja, das kam aus den Yuma-Boxen, das abyssische Huhn. Wurde aber im Laufe von diesem Geflügelgemetzel zu einem abyssischen Küken umgewandelt. Wir können das ja mal aktivieren. So. Da haben wir so ein kleines abyssisches Küken. Das abyssische Huhn war ja doch um einiges größer. Und das abyssische Huhn ist jetzt ein Gefährte. Und man konnte ihn in den Sammlungen bereits sehen und sich angucken. Und jetzt ist er wieder weg. Ich frage mich, warum. Und ich weiß nicht genau, wo ich ihn gesehen habe. Ich glaube, bei den Ereignissen. Ich habe außerdem bei den Ereignissen einen neuen Thron gesehen. Und ich habe hier auch noch neue Mode gesehen, die mir ziemlich gefallen hat, bin ich der Meinung. So, das alles ist momentan weg. Wenn es wieder kommt, werde ich es zeigen. Aber momentan ist es weg. Waren auf jeden Fall coole Sachen. Kommen wir zu dem, was man sehen kann. Und zwar Avernus. Was haben wir hier? Wir haben einen neuen Gegenstand. Diese Awakened Forgers Box. Also aufgewachte Schmiedebox. Könnte man so übersetzen vielleicht damit. Aha, ruhende Kiste des Schmieds, glühende Kiste des Schmieds, vibrierende Kiste des Schmieds. Okay, nur die letzte ist noch nicht übersetzt. Okay, alles klar. Das ist sowas Ähnliches wie bisher diese rasselnden Ketten, die ich hier noch gar nicht voll aufgewertet habe. Wie kommt das denn? Restaurieren. Ich habe doch alles da, was ich dafür brauche. Schwupps. Und ich kann sie auch auf mystisch restaurieren, richtig? Ja. Ich habe doch alles. Warum habe ich das nie gemacht? So, damit habe ich diese mystische Kette und kann sie jetzt, also die ist voll aufgewertet jetzt, ich kann sie jetzt hier reintun und dann entsprechend immer benutzen. Und sowas Ähnliches ist jetzt diese neue. So, hier habe ich sie aufgewertet. Die kam noch aus Schuld bzw. Omu. Und Avernus hat jetzt ebenfalls so einen Gegenstand, den man halt in diese Trankleiste packen kann und der einen dann verstärkt. Wobei der Unterschied der ist, dass man hier immer auf jeden Fall auch Kraft bekommt. Also vielleicht gar nicht so eine schlechte Option, das zu machen. Die Frage ist, was wird man alles brauchen, um das aufzuwerten? Das wird sich alles also noch klären. Außerdem gibt es einen neuen Ring. Bells Ring, plus 1 bis plus 5. Verteidigung, Kampfvorteil. Verteidigung, Kampfvorteil. Ja, okay. Wenn ihr von einem Gegner getroffen werdet, dann besteht eine Chance von 10%, einen Teufelsdiener zu beschweren, der diesen Gegner angreift und ihm 23.000 Schaden zufügt. Diese Wirkung kann nur einmal alle 30 Sekunden ausgelöst werden und wird nicht auf Gefährten angewandt. Na gut. Okay, also das sind zwei neue Gegenstände. Bei der Mode, die ist jetzt leider auch nicht komplett. Hier bin ich der Meinung, waren richtig coole Sachen drin. So Succubus-Flügel und Succubus
Schwanz und ähnliches, dass man plötzlich als Mode hatte, dass man als Succubus herumlaufen konnte. Das, also ich fand das sah nur cool aus, ist leider irgendwie weg gerade. Na gut. Was haben wir denn sonst noch so? Wir machen mal nur Vorschauplätze und gucken uns das einfach mal ein nach dem anderen an. So, da haben wir eine Rüstung und noch mehr Rüstung und noch mehr Rüstung und noch mehr Rüstung. Sieht mir sehr verdächtig nach Ravenloft aus, nach den Teilen, die man dort so bekommen konnte. So, hier hat der Helm dann auch noch so Flügel. Hier haben wir jetzt nochmal Kappen an den Knien bekommen. Nochmal ein bisschen Schulterpolster. Und nochmal hier ein bisschen verändert. Okay, was aber cool ist, das einzige Coole, was sie übrig gelassen haben, meiner Meinung nach, ist diese Haube von Valhallas. Schaut euch die mal an. Die sieht doch nice aus, oder? So, alles mal leeren. Mit Ausrüstung. Zack, nein, falsch. So, schaut euch das mal an. Das sieht doch nice aus. Wenn man jetzt die Farben hier so ein bisschen anpasst an meine momentane Rüstung oder an das, was ihr momentan trägt. Da kann man noch was draus machen, denke ich. Jetzt noch ein paar Succubus-Flügel und so. Naja, okay. So. Das waren die Sachen so an Gegenständen. Es kommen noch mehr Gegenstände. Es kommen noch mehr Gegenstände. Die kann ich aber so nicht zeigen. Dazu müsste ich in diesen Laden reingehen können. Und dazu müssen wir aber erst einmal mit den Quests anfangen. So. Fangen wir einfach mal an. Infernalische Ausspähung. So, leider nicht vertont, schade. Unsere Späher haben von besorgniserregenden Aktivitäten in dieser Teufelslegion berichtet. Infernalische Kuriere wurden dabei gesehen, wie sie Befehle an die Teufel in unserer unmittelbaren Umgebung übermittelt haben. Natürlich könnte es sich dabei um reine Routine handeln, doch es ist auch möglich, dass dies die Vorboten eines etwas wesentlich Schlimmeren sind. So. Okay, hier gibt es die ruhende Kiste des Schmieds. Das heißt, nach dieser Quest werden wir die sofort bekommen. War sonst noch etwas? Und danach können wir die natürlich dann auch anfangen aufzuwerten. So, infernalische Befehle von Teufeln beschaffen. Ups. So, das ist übrigens die Karte jetzt. So, infernalische Befehle. Ja. Gehen wir mal auf Teufelsjagd. Infernalische Befehle. 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 Also überall hier gibt es Befehle. Dann holen wir uns doch mal ein paar Befehle. Was sagen eigentlich meine... Fähigkeiten sind alle in Ordnung. Einmal aufgesattelt. Sobald wir die Befehle haben, geht es mal richtig zur Sache. Warum mache ich jetzt hier so einen Umstand? Ich will einmal kurz gucken. Steht hier vielleicht... Nö. Nö. Ich suche ja immer noch den letzten seltenen Kämpfer, ja, Monster, das letzte seltene Monster, das dort in der Mitte spawnen soll. Ja, dann machen wir mal die Monster da kaputt. Hier soll ja der letzte seltene Gegner spawnen. Den ich persönlich nie gesehen habe, mit dem gab es immer Probleme. So, da haben wir Befehle bekommen. Mit denen machen wir uns zurück zur Festung.
So, erster Teil sehr einfach, wie man sieht. So, da, abgeschlossen. Meine Befürchtungen haben sich bewahrheitet. Diese Befehle unterscheiden sich von jenen, die uns zuvor untergekommen sind. Sie sind zwar auch in der infernalischen Sprache verfasst, aber chiffriert. Und darüber hinaus weisen sie zwei eindeutige Unterschiede auf. Und so weiter und so fort. Her mit der Kiste, mein Freund. So, da ist die Kiste. Chaotische Energien. Sprecht mit Makos, um mehr über das dunkle Glyphenwerk zu erfahren. Plopp. So. Also jetzt ist Makos wieder an der Reihe. Hier ist die Box. Gucken wir sie uns an. Momentan, wenn ich sie benutzen würde, würde sie mir geben für 1800 Sekunden 400 Kraft. Das ist ja schon mal etwas dafür, dass wir so gut wie nichts hier getan haben. Restaurieren. Ich brauche, was brauche ich? Verstärkte Metallstange plus 30 wirre Schriftstücke. Wirre Schriftstücke haben wir. Aber die Metallstange fehlt uns noch. So, können wir jetzt schon mit dem Laden hier was anfangen? Nein, noch nicht. Auch bald. Erstmal zu Makos. Zack. Alric hat mich zu euch gesandt, um mit euch zu sprechen. So. Ah, ich habe mich schon gefragt, wann ihr mich um Hilfe bitten würdet. Alric hat allen Grund zur Sorge. Zariel, die Herrscherin über Avernus, ist auf die Vorgänge hier aufmerksam geworden und hat Bell, den Meister der Höllenschmiede, ausgesandt, um wieder für Ordnung zu sorgen. Bells Armeen sind im Anmarsch und Arix Magier werden sie nicht aufhalten können. Diese neuen Legionen beabsichtigen, mit Hilfe eines sogenannten dunklen Glyphenwerks hierher zu reisen. So, ich werde die Splitter beschaffen. Zack. So, ich werde die Splitter beschaffen. Wo müssen wir hin? Dunkle Glyphensplitter in heldenhaften Begegnungen erbeuten. Tja, in irgendwelchen heldenhaften Begegnungen? So, da ist gerade eine heldenhafte Begegnung. Also machen wir das mal. Nehmt dies. Sind das hier neue Monster? Blutverschmierter Brigand? Oder ist mir der noch nie so aufgefallen, weil ich nie wirklich Aufmerksamkeit darauf gelegt habe? Blutverschworener Schläger. Au. Also bisher keinen einzigen Splitter bekommen. Au. Vielleicht bekomme ich ihn nach der Begegnung. Mal gucken. Falls ich jetzt tatsächlich 6 heldenhafte Begegnungen abschließen muss, ich befürchte dies fast, dann werde ich dies abkürzen. Ich werde die machen, aber ich werde jetzt nicht alle 6 zeigen. Das wäre ja so ein bisschen Zeitverschwendung. So, lauf! Okay. Begegnung abgeschlossen. Dann schauen wir mal, was bekommen wir. Wirre Schriftstücke, Siegel der Gefallenen. Okay, ich habe hier einen dunklen Glyphensplitter bekommen. Fein. Ja, dann habe ich tatsächlich die Vermutung, dass ich 6 heldenhafte Begegnungen abschließen muss. Um weitermachen zu können. Ich werde das mal kurz machen, ne?
werde dir büßen! So, ich habe tatsächlich jetzt 6 heroische Begegnungen hinter mich gebracht. Abgeschlossen. War ein bisschen Hin- und Herreiterei notwendig, aber okay. Was tut man nicht alles, ne? Auf jeden Fall habe ich jetzt diese dunklen Glyphensplitter eingesammelt. Jede Begegnung gab genau einen. Ich weiß nicht, ob vielleicht so eine Begegnung mehr gibt. Also eine größere. Aber hier laufen momentan nicht genügend Leute rum, damit man das so mal auf die Schnelle machen könnte. Deshalb habe ich einfach mal 6 kleinere genommen. Und ab zu Makos. Chaotische Energien abgeschlossen. Bitteschön. Gut gemacht. Mit diesen Splittern kann ich ein Portal errichten, das sich die dunklen Glyphenwerke zunutze macht. Aha. Damit wird es euch möglich sein, zu Orten zu reisen, an denen sich Bells Streitkräfte versammeln. Okay. Dem Orden anschließen. Sprecht mit Alyssa Misdani, um mehr über den Orden der Spaltwächter zu erfahren. Spaltwächter, okay. Alyssa Misdani, eine alte Bekannte von Alric und Gelehrte, die Kenntnisse auf vielen besonderbaren Gebieten aufweist, wurde dann beauftragt, eine neue Gruppe von Soldaten anzuführen. Dieser sogenannte Orden der Spaltwächter soll sich auf Alrics Geheiß hin dem bevorstehenden Sturm entgegenstellen. Sie suchen tapfere Reiter, um ihre Reihen aufzufüllen, und ich denke, ihr wäret perfekt dafür geeignet. Geht zu Alrissa. Und wir bekommen dafür ein Adamant-Amulett des Konfanoniers. Adamant-Amulett des Konfanoniers. Absorbiert die Rückstände der chaotischen Energie von Teufeln, die bei einer Insurrektion getötet werden. Und kleine Schatzkiste von Valhallas. Ja, was es mit diesen Sachen auf sich hat, da werde ich gleich noch drauf eingehen. Denn jetzt wird das Ganze interessant. Es sei denn, sie wird es uns jetzt erzählen. Ich bin hier, um mich freiwillig zu melden. Ein weiterer bereitwilliger Rekrut. Sehr gut. Zunächst einmal will ich euch über die Lage unterrichten. Bitte hört mir gut zu, denn wir haben keine Zeit zu vergeuden. Genau, dann sprich schnell. Anhand der von euch erbeuteten infernalischen Befehle hat Alric erkannt, dass der Kampf um die Freiheit von Waldenhaas noch lange nicht durchgestanden ist. Da nun ein noch gefährlicherer Gegner im Anmarsch ist, hat Alric mich daran erinnert, dass ich ihm einen Gefallen schulde. Doch das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Aha. Für den Moment müssen wir uns um die gegenwärtige Krise kümmern und diesen Insurrektionen ein Ende setzen. Insurrektionen? Die geheimnisvolle Magie, die das dunkle Glyphenwerk antreibt, hat bewirkt, dass dieses nun Spalten zu Orten außerhalb von Waldenhaas öffnen kann. Vermutlich steckt Zariel dahinter. Immerhin sind es ja auch ihre Diener, die durch diese Spalten kommen. Wenn sich eine solche Spalte einmal aufgetan hat, dann bleibt sie offen, bis sie wieder versiegelt wird. Solange sie geöffnet ist, können nicht nur Kreaturen durch sie hindurchgesendet werden, sondern auch verschiedene magische Auren, die diese Unholde stärken oder deren Gegner schwächen. In Kombination mit der instabilen Glyphenwerkmagie können dabei Zonen von chaotischer Magie entstehen, deren Effekte nicht voraussehbar sind. Alric hat mich damit beauftragt, eine Gruppe von Soldaten zusammenzustellen, die nicht davor zurückschrecken, der Magie des dunklen Glyphenwerks die Stirn zu bieten. Und so kam es zur Gründung des Ordens der Spaltwächter. Sein Hauptziel ist es, Waldenhaas gegen Zariels Macht und Bell, den Meister der Höllenschmiede, zu verteidigen. So. Verratet mir mehr über diesen Orden. Jedes Mitglied des Ordens wird ein Adamant-Amulett des Konfanoniers erhalten, das aus einer der zerschlagenen Ketten angefertigt wurde. Es ermöglicht euch, den magischen Effekten eines Glyphenwerks zu widerstehen und Spalten zu versiegeln. Dieser Schutz ergibt sich aus der Fähigkeit des Amuletts, die infernalischen Energien des Glyphenwerks zu absorbieren. Sobald das Amulett genügend Magie absorbiert hat, müsst ihr es nur noch zu mir bringen.
und ich werde euch dafür mit einem neuen Rang im Orden belohnen. Okay, welche Rolle spielt der Rang? Alrik hat die Schatzkammern von Wallenhaas für die Mitglieder des Ordens geöffnet. Während ihr im Rang aufsteigt, werdet ihr Zugriff auf Schatztruhen immer höherer Qualität erhalten, in denen ihr Gegenstände in immer größerer Zahl vorfinden könnt. Zusammen mit den anderen Waren, die ich euch anbieten kann, sollte euch das genügend Anreiz zum Steigern eures Rangs bieten. Sobald ihr offiziell dem Orden beigetreten seid, werde ich euch noch mehr hierzu verraten. Also, was sagt ihr? Wollt ihr euch dem Orden anschließen? Wo muss ich unterschreiben? So, dem Orden anschließen abgeschlossen. Ihr seid nun ein Mitglied des Ordens der Spaltwächter. Bitte nehmt dieses Amulett als Zeichen eures Ranges. Wir vertrauen darauf, dass ihr uns in den bevorstehenden Schlachten auch weiterhin eure Unterstützung erweisen werdet. Alles klar. Wo ihr nun ein vollwertiges Mitglied der Spaltwächter seid, brauchen wir eure Hilfe im Kampf gegen die Insurrektionen der Teufel. Dazu müsst ihr euch zunächst einmal auf die dunklen Glyphenwerke abstimmen, um diese verwenden zu können. Sobald dies geschehen ist, könnt ihr sie nach Belieben durchschreiten, um die Legion herauszufordern. Der Kampf gegen die Legion trägt nicht nur dazu bei, eine Wende in diesem Krieg herbeizuführen, sondern er erlaubt euch auch, dunkle Energien zu sammeln, mit denen ihr euer Adamant-Amulett des Konfernoniers aufladen könnt. Dieses Amulett schützt euch vor den infernalischen Energien der dunklen Glyphenwerke und der Verderbnis von Avernus. Ein solches Amulett kann nur eine begrenzte Menge an Energie absorbieren. Sollte eures keine weitere Energie mehr aufnehmen können, dann kehrt zu mir zurück und ich werde euch ein neues geben, das im Übrigen auch als Rangabzeichen dient. Macht euch nun auf den Weg, Spaltwächter, und zeigt diesen Teufeln, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Genau, das werden wir tun. Hier seht ihr bereits Adamant-Amulett des Untermarschalls und eine große Kiste von Wallenhaas mit natürlich noch viel besseren Dingen drin. Und jetzt können wir sogar noch in ihren Laden hineingehen. Ich will einmal kurz schauen. Hier haben wir das Ding, das wir aufwerten müssen. Oh, ein Blutrubin. So, da ist das Amulett. Adamant-Amulett des Konfanoniers. Und hier sieht man Aufladung 0. Also bei Aufladung 100 bekommen wir quasi das nächste Amulett und die nächste Kiste. So, laden. Die Frage ist, wo hat sie mir jetzt die Kiste hier reingepackt? Kleine Schatzkiste von Wallenhaas. Mini-Dämon. Mini-Zerfleischer. Okay, das sind neue Begleiter, die man hier kaufen kann, wenn man genügend von diesen Teilen hat. Infernalische Geheimnisse. Und hier haben wir diese ausbalancierte Metallstange, die wir brauchen, um das Ding aufzuwerten, richtig? Werden wir gleich nochmal sehen. Kostet natürlich dann auch etwas. Okay, kleine Kiste. Also diese Kiste müssen wir dann erstmal kaufen. Wir bekommen sie nicht einfach so. Wir müssen das Amulett aufladen. Dann zu... Na, okay. So. Was müssen wir als nächstes tun? Als nächstes. So, erstmal. Zack. Als nächstes müssen wir dieses Glyphenwerk benutzen und das wird uns an einen neuen Ort bringen. Das hier ist jetzt aktiv. Vorher war das immer inaktiv und man hat sich wahrscheinlich schon gefragt, wohin geht es? Zumindest habe ich mich das gefragt, wofür ist das gut? Jetzt wissen wir es. Die Umgebung pulsiert vor infernalischer Energie. Okay, und nun? Okay, ich habe mich jetzt abgestimmt. Sieg über Bell. Die Ankunft von Bell, dem Meister der Höllenschmiede, steht kurz bevor. Und jeder, der ihn bezwingen kann, wird reich belohnt werden. Schließt Insurrektionen ab, um Bell zu einem Maß zu erzürnen, dass er selbst in Erscheinung tritt, um alle Spaltwächter herauszufordern, denen es nicht am Mut für einen solchen Kampf mangelt. Haltet nach Bells Boten im belagerten Dorf Ausschau, denn er verkündet Bells Herannahen.
Bekämpft bis dahin so viele Insurrektionen wie möglich. Okay, also, ich kann jetzt schon mal vorwegnehmen, wir müssen so eine Art heroische Begegnungen abschließen, so ähnlich wie im Unterberg, oder diese, wo diese Orte mit dieser chaotischen Magie waren. Das müssen wir jetzt hier auch machen. Und wenn wir Sieg über Bell, und wenn wir genügend davon gemacht haben, dann steigt hier der Zorn des Bell an. Der ist momentan voll, Zorn des Bell. Sobald er voll ist, wird Bell, glaube ich, für 30 Minuten freigeschaltet. Also quasi der Kampf gegen Bell wird für 30 Minuten freigeschaltet. Die Frage ist nun, kann ich da schon dran teilnehmen oder nicht? Ich reite mal hin. So, hier sieht man Sieg über Bell. Das kann man übrigens alleine machen. Man kann es auch in der Gruppe machen. Und in der Gruppe bekommt man mehr Dinge, als wenn man es alleine machen würde. Ich muss aber gestehen, ich bin ein bisschen neugierig zu erfahren, wie hart das tatsächlich jetzt ist, der Kampf gegen Bell. Ich bin somit so ein bisschen gerade... Sprechen wir mal mit ihm, mal gucken, was er zu sagen hat. Die Zeit des Unheils ist gekommen. Wagt ihr es, den Meister der Höllenschmiede herauszufordern? Was hat das zu bedeuten? Eure wiederholten Erfolge im Kampf gegen Bells Legion und seine Kriegsherren haben den Zorn meines Meisters erregt. Nun ist er endlich angekommen und geht danach, jene lästigen Insekten herauszufordern, ständig seine Legion besiegen. Wenn es euch nicht an Mut mangelt, dann durchschreitet das Portal und seht selbst, was das Schicksal für euch bereithält. So. Warum greift Bell nicht einfach an? Wer seid ihr? Ja, für all den Ärger, den ihr meinem Meister bereitet habt, würde er für gewöhnlich bereits jetzt schon in eurem Blut baden. Doch er hat noch andere Gründe, um euch herauszufordern, anstatt einfach nur diesen Ort in Schutt und Asche zu legen. Sollte es euch gelingen, ihn zu besiegen, werdet ihr viele infernalische Geheimnisse erfahren. Also, ob das jetzt Sinn macht, dass das jetzt sein Grund ist? Gut, ich sag mal auf bald. Und dann gucken wir mal an, was uns da erwartet. Also, wenn ihr dieses Portal durchschreitet, werdet ihr gegen Bell, den Meister der Höllenschmiede, kämpfen. Hierbei handelt es sich um eine herausfordernde Begegnung, die auf Spieler mit einer Gegenstandsstufe von 20.000 ausgelegt ist. Ihr könnt Bell alleine gegenübertreten oder ihn an der Seite von Verbündeten herausfordern, wobei die Belohnung, aber auch die Schwierigkeit erhöht werden. So, wir fahren mal fort. Alleine ist also die Schwierigkeit nicht so hoch, aber dafür auch die Belohnung nicht so hoch. Na gut. Bell, Master of the Hellforge. Some like it hot. Okay. So, vielleicht sollte ich ein bisschen so und vielleicht so. Gucken wir mal. So, ein bisschen Buff hier. Und ein bisschen Idris da. Hallo. Nimm das. Oh, und er teleportiert. Okay, noch macht er keinen allzu großen Schaden.
Bums. Wie ein Teufel halt, ne? Er ist immun gegen den Wesen. Hoppala. Na gut. Der wird jetzt gleich teleportieren, oder? Ja. Hab ich's doch gesehen. Betäubt. Idris, hilf mir mal. Au. So. Okay, ich habe hier so ein... Schnell! Ihr müsst das Katapult mit einem verzauberten Steinbrocken laden. Das sollte ihn betäuben, dass ja. wir in die Offensive gehen können. Oh, ist das der Steinbrocken? Ich bin ziemlich langsam gerade. Okay. Ah, schaut mal, das Katapult wird angezeigt. Mir wird angezeigt, welches Katapult gemeint ist. Ja, Bär, mein Freund. Mein Pfad ist ziemlich mit Feuer. Rums. Tja, das ist halt möglich, mein Freund. Au. Schluss damit! Ein Gegner, das Verdammt! Gut, ich denke mal, wir haben ihn so ein bisschen aufgeregt. Ausgewichen. Also wieder dieses Katapultgeschichte da. Schnell, ihr müsst das Katapult mit einem ich mach so schnell ich kann. Das sollte ihn betäuben, sodass wir in die Offensive gehen können. Da ist schon das Katapult. Ich denke mal, das ist gemeint. Ja, das scheint gar nicht so schwer zu sein. Oh, er macht jedes Mal auch eins der Katapulte kaputt, ne? Was passiert denn, wenn alle Katapulte weg sind und ich habe ihn immer noch nicht down? Wobei, momentan scheint es so, als wenn es gut machbar ist. Na, wieder? Genug.
Bezeugt nun die Macht des wahren Herrn von Avernus. Oh. Da kommt seine Belagerungsmaschine. Okay, so viel zu, was passiert, wenn die Katapulte weg sind. Sie sind jetzt weg. Und wir haben ziemlich viel Feuer auf dem Boden. Au, au, au. Böse Teufelchen. Au. Gehen die Feuer auf? Ich glaube, die Feuer gehen irgendwann auch weg, aber das sind verdammt, verdammt viele. Aber er ist auch fast down. Idris, tut mir leid, dass du im Feuer landest, aber... So, das war's, ne? Flammenteufelchen. Zumindest redet er mit uns. Mal gucken, was er zu sagen hat. Haltet ein! Ich gebe auf. Ihr seid stärker, als ich erwartet hatte. Hohoho. Es war ein Fehler, den Orden herauszufordern. Ihr seid ein Narr, wenn ihr das wirklich glaubt. Genießt diesen Moment, Sterblicher, denn er wird nur von kurzer Dauer sein. Euer Sieg zeigt, warum ihr Zariel ein solcher Dorn im Auge seid. Vielleicht könnten wir uns ja gegenseitig helfen. Ich kann euch Informationen anbieten. Mein Preis, nichts anderes als Zariels Untergang. Denkt darüber nach. Und bereitet euch darauf vor, mir hier ein weiteres Mal gegenüberzutreten. Alles klar, ich muss uns davon unterrichten. Wir haben uns nicht zum letzten Mal gesehen, Sterblicher. So, weg ist er. Da verlassen wir die Instanz. Das war also der Kampf gegen Bell. Wie gesagt, zuerst muss man aber eine ganze Menge grinden, was wir jetzt gar nicht gemacht haben oder machen mussten, weil das andere Spieler bereits für uns erledigt haben. Bells Bote. So, jetzt ist Bells Bote nämlich... Na? Irgendwie ist er anders markiert jetzt. Na gut. Freigeschaltet für 2 Minuten. In 2 Minuten ist das, wird das Ganze wieder resettet. Grüße. Wollt ihr euch dem Kampf anschließen? Der Orden kann jederzeit frische Rekruten gebrauchen. So, Sieg über Bell abgeschlossen. So, Bell wurde vertrieben, zumindest für den Moment. Danke für eure Tapferkeit, Herr mit dem Speicher des Ordens. So. Das ist der Laden. Wir können, also wir haben genügend infernalische Geheimnisse bekommen. Wir können uns diese Schatzkiste jetzt holen. Die enthält Gefährtenaufwertungsmarke. Edelsteine, Rohastraldiamanten, Haube von Valhallas, Helm von Valhallas, Flügelhelm von Valhallas. Ja, das sind diese Modegegenstände, die ich euch schon gezeigt habe. Die gibt's also dort. Ich überlege, ob es sich überhaupt lohnt, diese Kiste zu nehmen. Was sagt eigentlich das Amulett? Sagt immer noch 0%. So, Melkos hat auch nichts zu sagen. Nö.
Und Alric ebenfalls. Zu tun und nur wenig Zeit. Nichts Besonderes. Ich will mal kurz gucken. So, das läuft gerade runter. Danach müssten wir nämlich das sehen, woraus Rage of Bell, oder Zorn des Bell, tatsächlich dann besteht. Denn dieses Glyphenwerk müsste eigentlich gleich aktiviert sein. Noch 4 Sekunden. Wieso jetzt wieder 1 Minute? Er wartet wahrscheinlich auch schon ungeduldig. Sekunden. Na, wir trainieren einfach ein bisschen solange wir warten müssen. Wieder 1 Minute. Jetzt ist Bell freigeschaltet für 1 Stunde. Also irgendwas scheint hier noch nicht so richtig zu funktionieren, habe ich das Gefühl. Ich werde mich jetzt einfach mal ausloggen und das zu einem anderen Zeitpunkt nochmal ausprobieren. Mal gucken, was dann passiert. Ob man dann diese anderen Ebenen betreten kann. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich mache auf jeden Fall nochmal eine Folge zu Zorn des Bell. Und mal gucken, was dann so passiert, was wir noch so erfahren.